Hey und herzlich willkommen zur 20. Folge von unserem Let's Play von Final Fantasy 16. Und wir befinden uns immer noch in dem Phönixtor, in diesen Ruinen. Diese Ruinen sind extrem groß und es haben uns einige Feinde erwartet, Wächter von den Ruinen. Und jetzt befinden wir uns in diesem großen Raum. Gehen wir mal weiter, weil ich glaube, es ist nicht mehr lange hin, bis wir den Mann treffen mit der Kapuze. Okay, Freunde. Warte mal, wie kommen wir dorthin? Okay, wir müssen wohl hier zur Seite. Von dort sind wir gekommen. Hier haben wir noch diesen riesigen Eisengolem besiegt. Ah, hier sind noch Patronen. Die habe ich in der letzten Folge gar nicht gesehen. Ja, Freunde. Was erwartet uns hier drin? Was für Gegner? Und was wird geschehen, wenn wir auf Joshua treffen? So, Freunde. Hier ist ein Weg nach unten. Es wird interessant. Denn dieser Saal wirkt so, als würde hier was Krasses passieren. Wir aktivieren das Tor. Was erwartet uns jetzt hier? Ja. Aus dem Nichts kommt so ein Gegner hin teleportiert. Auf geht's. Der sieht gefährlich aus. Und gruselig. Licht. Okay. Aus wie ein ernstzunehmender Gegner. Okay, kann sich wegteleportieren. Mit seiner Sense kann er solche Attacken machen. Ich muss ihn angreifen. Ich muss ihn auch mal angreifen. Ich konnte ausweichen. Und wir müssen wieder ausweichen. Oh Mann, er hat uns ein bisschen getroffen. Wir konnten Magieblock, okay. Warte mal. Verdammt, ich habe nicht drauf reagiert. Wir konnten wieder perfekt ausweichen. Läuft gerade ziemlich gut. Gleich ist ein Kampfgeist gebrochen. Das ging schnell. Komm, Torgal, beiß ihn. Schon in der Luft. Oh, wir haben wieder Lohnschwinge. Okay, so stark ist er gar nicht. Wer weiß, ob der vielleicht noch irgendeine Überraschung hat. Wow. Wow, 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 wow. Okay, der hat eine krasse Combo gemacht. Jetzt teleportiert er sich wieder. Macht seine Fähigkeit. Kommt wieder ausweichen. Können wir ihn runterziehen? Ja. Jetzt sollten wir ihn haben. Okay. Was passiert jetzt wohl? Kampfgeist gebrochen und er ist besiegt. Alle, was das denn? Anders als die anderen. Dieser Ort hält wohl mehr Geheimnisse bereit, als wir dachten. Stimmt. Er war wirklich anders als die anderen. Wohin geht das jetzt? Hier entlang? Kann man hier hoch? Nein. Ah, hier kann man durch. Und hier geht's auch weiter. Hinter jedem Tor ist irgendwie ein neuer Gegner. Oh, wieder solche? Pass auf, noch mehr. Geister? Okay. Die teleportieren sich irgendwie an. Davor hatten wir in der letzten Folge immer solche Statuen als Gegner. Die kommen irgendwo hin, teleportiert. Die wirken auch irgendwie gruseliger. Oh. Komm schon, ich darf nicht unnötig Schaden kassieren. Oh, gar nicht gemerkt, dass ich im Garuda-Modus bin.
der letzte, oder? Ja. Jo, für mich ist ein bisschen dunkel hier. Ich glaube, das liegt daran, es ist gerade bei mir so hell draußen. Ich glaube, das Spiel selber ist gerade gar nicht so dunkel. Also für euch vielleicht gar nicht so dunkel. Bei mir irgendwie schon. Ich mache es mal auf 10. Weil von draußen scheint die Sonne so stark. Und ich sehe so schwer irgendwas. Was gibt's hier? Lichter. Geht es wieder nach unten? Das hat irgendwas bewirkt. Okay. Ein neuer Weg. Wie groß ist denn diese Ruine? Okay, irgendwas wurde hier aktiviert. Jetzt müssen wir zur anderen Seite. Hier gab es auch mehrere Wege. Was ist hier? Heiltrank? Ja. Und hier sind wahrscheinlich wieder solche Geister. Mal schauen. Sieht genau gleich aus. Und? Okay, das sind andere Feinde. Aber wieder so eine Art. Kleine Feinde. Was passiert, wenn wir das aktivieren? Kommt safe ein richtig krasser Gegner. Das ging schnell. Wow, was sind das für Golden? Achso, ist das Geld? Ja, das ist Geld. Aktivieren wir diesen Kristall. Was ist denn das? Noch ein Rätsel der Gefallenen. Okay, gibt es noch eins? Scheint irgendwas zu passieren. Aber was? Muss ich in die Mitte? Nee. Hier ist eine neue Statue aufgetaucht. Okay, Freunde. Jetzt wird's interessant. Kommt jetzt vielleicht ein richtig krasser Gegner? Eigentlich ist doch die Ruine dafür da, dass man mit den Phönix-Ahnen irgendwie sprechen kann. Okay, der Weg dorthin hat sich geöffnet. Also doch keine Sackgasse. Anscheinend nicht. Sieht aus wie das Haupttor oder so. Dahinter muss doch irgendwas Krasses sein. Ist dort vielleicht Joshua? Werden wir jetzt sehen, Freunde. Wow. Da oben ist eine Zeichnung. Ist das der Phönix? Diesen Raum zu führen. Sieh nur, Clive. Sieht krass aus. Was denkst du, wie alt das ist? 1000 Jahre? Mehr? Ich weiß nicht. So etwas habe ich noch nie gesehen. Wer ist wohl das in der Mitte? Eine Art Gott? Jo, was passiert jetzt? Nicht, dass wieder Ifrit rauskommt. Alles ist angehalten? Du! Verdammt! Der zweite Dominus des Feuers! Jo, was hat's damit auf sich? Und wieder diese Stimme. Jo, er zeigt sich. Was? Was war das, Mann? Er selber? Und war das jetzt eine Einbildung? Und wo sind wir jetzt? Was?
Jo, was ist geschehen? Bin zurück. Jo, ist das die Vergangenheit? Ja. Joshua! Oh Mann. Aufhören! Bitte! Hör auf! Der Moment, wo er ihn getötet hat. Seinen Segen. Ich sollte über ihn wachen. Ihn an diesem Tag zu beschützen, war meine Pflicht. Clive. Joshua. Vergib mir. Ich flehe dich an. Jo, sag doch was. Der arme Clive, was hat es auf sich? Was hat es damit auf sich? Ich nahm ihm das Leben. Und ich gab jemand anders die Schuld. Ich wollte es nicht sehen. Vielleicht hatte ich Angst davor, dass ich mich komplett verlieren würde. Also lief ich davon, vor der Wahrheit. Und jetzt? Bist du bereit, dich ihr zu stellen? Ja. Es wird nicht einfach werden, aber ich muss es tun. Damit Joshuas Seele ihren Frieden finden kann. Was gibt er ihm da? Wie, das Monster sieht jetzt die beiden? Wie schmerzhaft die Wahrheit auch sein mag. Ich bin bereit. Komm, Ifrit! Zeig mir dein wahres Gesicht! Jo, kämpfen wir jetzt gegen Ifrit? Sieht ganz danach aus. Und er geht direkt auf uns drauf. Okay. Wo sind wir überhaupt? Irgendwie in der Vergangenheit. Oder sind wir vielleicht in Ifrit drin? Wir können ausweichen. Okay, ich könnte es versuchen zurückzuwerfen. Komm, mach noch einmal. Komm schon mal. Nein, das konnte ich nicht. Absorbieren. Okay, erstmal aus der Ferne. Gehen wir mal drauf. Yo, yo, yo. Okay, wir machen schon ganz schön viel Schaden. Einfach weiter. Komm schon. Okay, mit dem Fernangriff wird's nicht. Wir müssen näher. Wir müssen näher ran. Komm. Knapp vorbei.
Jojojo, wir konnten zwar ausweichen, aber Konter ist schwierig. Oh nein, er hat uns getroffen. Komm schon, Mann. Einfach die Angriffe spammen. Einfach draufkommen. Okay, er verliert ganz schön schnell sein Leben. Ich muss ihn einfach öfter angreifen. Kaum zu glauben, Mann, dass wir einfach gegen ihn kämpfen und überhaupt eine Chance haben. Nein, Mann. Wow, das war nicht schlau von mir. Komm schon, Attacke. Gleich hat er die Hälfte von seinem Kampfgeist verloren. Komm, können wir ihn runterziehen? Können wir? Jo, selbst ihn können wir runterziehen. Das ist krass. Er verliert richtig viel Leben. Okay, Hälfte seines Lebens hat er schon verloren. Sogar mehr. Gehen wir näher. Oh, wow. Ich habe auch schon ein bisschen Leben verloren. Muss aufpassen. Ich glaube, ich nehme einfach eine Heiltrank, ja? Komm. Nein, er hat mich getroffen. Weg da, weg da! Oha! Drauf da, komm. Guckt euch an, er hat voll wenig Leben noch. Ich muss einfach vorsichtig sein. Nicht, dass ich jetzt gegen den verliere. Obwohl das gerade relativ einfach ist. Ich glaube, das ist einfacher, als ich dachte. Ne? Aber wer weiß, Freunde, wer weiß. Komm schon. Und sein Kampfgeist ist gebrochen. Das sollte es doch gewesen sein. Und? Freunde? Haben wir jetzt Ifrit besiegt? Okay, war zu erwarten, dass er nicht zu Boden fällt. Was passiert jetzt? Okay, doch, er löst sich auf. Aber wo sind wir überhaupt? War das überhaupt der Echte? Ja. Ist er wieder da? Was ist das für ein Clive? Du leugnest die Wahrheit. Sogar jetzt noch, wo sie genau vor dir steht. Ich muss mich meiner Angst stellen. Okay, wir sind wahrscheinlich irgendwo. Zu langsam. Keine Ahnung, wo wir drin sind. Aber jetzt kämpfen wir gegen uns selbst irgendwie. Infernaler Schatten. Vorsichtig. Ich muss aufpassen. Wow. Was sind denn für Moves drauf, okay? Das war gut. Können wir ihn runterziehen? Selbst ihn, okay. Garudas Fähigkeiten sind sehr, sehr nützlich. Und gleich ist ein Kampfgeist gebrochen. Leute, ihr müsst zugeben, wir stellen uns ziemlich gut an. Geschafft. Clive muss akzeptieren, dass er es war. Aber was hat's mit diesem Typen mit der Kapuze auf sich. Ist er das überhaupt, den wir immer ständig sehen? Bildet er sich das ein? Weil wir haben ja mal gesehen, dass es irgendwie Joshua sein soll. Manchmal erscheint der Typ irgendwie vor uns. Jo. Der hat sich verwandelt. Weiße Haare und wie krass sieht der jetzt gerade aus, Mann. Verstehe.
also nachstellen. Nein, 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 er trifft mich. Wow. Nein, 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 nein. Verdammt, ich war in Garuda-Modus. Ich dachte, ich werde... Komm, das können wir absorbieren und auf ihn draufwerfen. Auf ihn drauf, er hat uns nicht getroffen. Vielleicht hat er die Hälfte. Ja, jetzt können wir wieder den fatalen Sturz benutzen. Vielleicht schaffen wir es gleich wieder, seinen Kampfgeist zu brechen. Wir können ausweichen, kontern. Oh Mann, er hat uns getroffen. Ich benutze wieder einen Heiltrank. Was war das? Er hat uns nicht getroffen. Gleich ist sein Kampfgeist gebrochen. Jo, echt krass, was hier passiert, Freunde. Wo sind wir überhaupt? Bestimmt damit was zu tun, wo wir uns befinden. Bei diesem Phönix-Tor. Jo, das war krass, Freunde. Habt ihr meine Moves gesehen? Was macht er jetzt? Wow. Er saugt uns ein. Wir müssen vorsichtig sein. Immer noch angreifen. Wow, wenn wir ihn da drin. Das wäre nicht gut für uns gelaufen. Hey, das ist so cool, dass wir durch Garuda in die Luft können. Wow. Oh, yo, ich bin auch in der Luft. Er hat uns nicht getroffen. Das war cool. Komm, gleich ist wieder der Zeitpunkt gekommen, das hier zu machen. Okay. Weiter geht's, Freunde. Unsere Fähigkeiten, das war eine gute Entscheidung, sie zu verbessern. Nein, 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 das war nicht gut. Das war auch nicht gut. Oh, oh, ich habe einfach mal einen Supertrank benutzt. Ob das so schlau war, weiß ich nicht. Egal. Gleich ist sein Kampfgeist wieder gebrochen. Komm, Freund, wir schaffen das. Clive ist schon sehr, sehr stark, der Typ. Oh Mann, aber es wird schwer für ihn. Aber das packt er. Ist das sein Vater? Was willst du? Nein, das ist... Keine Sorge. Ja. Ich laufe nicht mehr vor dir weg. Zusammen. Ja. Stellen wir uns der Vergangenheit. Ein für alle Mal. Jo, was ist das? Wir haben was Neues erhalten. L3R3, die Wahrheit akzeptieren. Wow, das war heftig, Freunde. Wir haben eine neue Fähigkeit erhalten. Jo, Freunde, einfach Gänsehaut. Wie cool ist das? Yo, Freunde, wenn das nicht cool ist, weiß ich auch nicht. Jetzt sind wir nicht der einzig Krasse. Nein, jetzt ist er nicht der einzig Krasse hier. Unsere ganzen Attacken sind krasser geworden. Guckt euch an, was für Moves wir drauf haben. Wie schnell wir sind und wie stark. Alles hat sich verändert. Wow, wow, wow. Und sein Kampfgeist ist gebrochen. Ja, Freunde, wenn ihr da nicht Gänsehaut bekommt, weiß ich auch nicht, ne? Ja, okay. Guckt euch unsere Fähigkeiten an. Der Typ ist auch krass, aber... Wir sind jetzt krasser als er. Gleich haben wir ihn. Parade? Yo, wir haben pariert. Das war krass.
ist noch nicht fertig. Was macht er da? Was ist das? Hat er sich wieder zu Ifrit verwandelt? Ja, das ist ja irgendwie Ifrit. Clive sieht einfach gerade unbesiegbar aus. Die Wahrheit akzeptieren. Die haben uns auch verwandelt. Oh, von was ist das für eine krasse Folge heute? Hätte ich nicht gedacht, dass so viel hier passiert. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Es ist so episch und am liebsten will ich einfach nur leise sein und zuhören. Und geschafft. Schatten überwunden. Das war einfach nur ein Schatten unseres Selbst. Und Clive hat die Wahrheit akzeptiert und ist so krass stark geworden, hat ihn bezwungen. Okay, Freunde. Aber was passiert jetzt? Endlich öffnest du dich der Wahrheit. Dir ist grenzenlose Macht bestimmt. Ergreife sie. Ja, was steckt dahinter? Wer, was ist Clive? Er ist ja ganz anders als die ganzen... als die ganzen anderen Leute. Und wir sind zurück. Clive, was ist los? Jill. Schon gut. Geht wieder. Ich jage keine Schatten mehr. Er scheint nicht hier zu sein. Lass uns gehen. Vielleicht hat das sich selbst wirklich eingebildet, wer weiß. Aber damals, gegen Garuda, war er auch da und Sid hat ihn auch gesehen. Merkwürdig. Also natürlich gibt's den Mann mit der Kapuze. Aber manchmal taucht er auf einmal vor uns auf. Aber die haben ihn auch gesehen. Clive, geht es dir wirklich gut? Du kannst mit mir über alles reden. Ich sehe es jetzt so klar wie nie zuvor. Ich bin damals als Dominus erwacht. Genau an dieser Stelle. Und seitdem habe ich es verdrängt. Aber jetzt erkenne ich mich, wer ich wirklich bin. Die zweite Esper des Feuers, die meinen Bruder getötet und diese Burg zu Boden gebrannt hat, bin ich. Ifrit. Oh, Clive. Ich habe so viele Leben genommen. Und noch mehr zerstört. Auch deins. Ich werde für alle meine Verbrechen noch büßen.
Doch erst, wenn ich alles weiß. Warum gibt es eine zweite Esper des Feuers? Und warum bin ich ihr Dominus? Wer ist dieser Mann in der Robe? Und was will er? Ich muss es wissen. Ich werde nicht ruhen, bis ich alle Antworten habe. Wir werden sie finden, du und ich. Ich will das auch alles wissen. Deiner Buße stellen wir uns später, gemeinsam. Danke, dass du das sagst. Ich könnte das alles nicht ohne dich. Du blickst der Wahrheit ins Gesicht, mit offenen Augen. Du hast dich nicht verändert. Nein, Clive. Das ist nicht wahr. Aber ich muss wieder zu mir zurückfinden. Meine Taten waren unverzeihlich. Und doch haben sie uns wieder vereint. Danke, Jill. Er ist wirklich hier. Dann war das, was ich im Kerr gespürt habe, wie fatal. Es bleibt nicht viel Zeit. Okay, er ist wirklich hier. Währenddessen. Schloss Dasburg, Republik Dalmakea. Das sind, denke ich, die Feinde. Die Folge heute wird sehr, sehr lang. Sag mir, wer das war, oder du wirst diesen Raum nicht verlassen. Der Bote hat... Er hat gesagt, dass... dass Sid ihn bezahlt hat. Lasse deine Sippe ihr Unwesen treiben und so willst du dich bedanken? Suche und finde ihn! Ich zerquetsche ihn, häute ihn, reiß ihm sein Herz raus, ihm und seiner verdammten Brut! Jeder einzelne von ihnen wird dafür bezahlen. Raus! Raus! Ja, Milord. Wann wir wohl gegen den Typen kämpfen müssen? Was ist da in der Box? Hat das was mit Benedicta zu tun? Ich denke schon. Benedicta. Ja, ich hatte recht. Der Sinn des Lebens. Ifrit ist erwacht. Clive hat die Kontrolle über die Esper Ifrit erlangt, wodurch ihm neue Esper-Fertigkeiten wie zum Beispiel Feuerramme zur Verfügung stehen. Wie der Name schon erahnen lässt, eine Ramm-Attacke, die Gegner zurückwirft und ihnen stetig Schaden zufügt. Außerdem ist die Limit-Rauschleiste jetzt verfügbar, oha.
Ifrit teilt sich die Plätze für Esper-Fertigkeiten mit Phönix. Einen Überblick erhältst du unter dem Reiter Fertigkeiten im Hauptmenü, okay? Da hat sich vieles getan. Limitrausch. Die Limitrausch-Leiste befindet sich unter Clives LP-Leiste. Entfessle Clives innere Bestie und verwandle ihn in einen halb erwachten Ifrit, indem du L3 R3 drückst, wenn diese Leiste voll ist. Sie füllt sich jedes Mal, wenn dir Schaden zugefügt wird oder du erfolgreich offensive und defensive Manöver durchführst. Im halb erwachten Zustand hast du für begrenzte Zeit eine Reihe von Vorteilen im Kampf. Angriffskraft und Geschwindigkeit sind erhöht, Lebenspunkte werden stetig regeneriert und deine Angriffe durchbrechen die gegnerische Verteidigung. Okay, das ist krass. Da hat sich nochmal im Kampfsystem vieles getan. Und wohin jetzt? Zurück nach Eastpool. Ich muss noch einmal mit dem Dorfrat sprechen. Okay, Freunde. Unter anderem über Lady Hannah. Ich weiß, dass sie bleiben will. Aber ich glaube, dass sie bei Cid sicherer wäre. Das stimmt. So, wir sollten ein Treffen arrangieren. Jetzt beenden wir hier die Folge. Das war eine lange Folge. Ich hoffe, es hat euch dennoch gefallen. War sehr, sehr krass. Und es hat sich vieles getan, Freunde. Was wird wohl weiter passieren? Es steht bestimmt noch viel Krasses vor uns. Ja, Freunde, ich verabschiede mich. Danke, dass ihr da wart. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Lasst gerne ein Like und Kommentar da. Würde mich sehr, sehr freuen. Bye, Freunde.